begrüße euch ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe für die Woche vom 23. bis 30. Oktober 2013. Ja, und wie gestern schon bei Facebook angekündigt, kommt wieder einiges in Bewegung. Es wird uns wieder gespiegelt, dass jetzt wieder Übergänge da sind, dass wir diese Übergänge auch beschreiten sollen. Ja, ich will gar nicht so viel drumherum reden. Also wir werden gleich direkt ins Wochenorakel reingehen für die Liebe. Und ihr könnt diese Woche wählen aus dem Chalcedon hier in der Mitte, aus dem Karneol, Chalcedon und dem grünen Aventurin. Wählt einfach eure individuelle Botschaft aus. Ihr könnt auch überlegen, ob ihr die linke Karte, die mittlere oder die rechte nehmt. Einfach die Karte, die euch anspricht. Wählt also jetzt eure Karte, bevor ich mit dem Wochenorakel loslege. Ja, die erste Karte im Wochenorakel. Da kommen die Liebesengel und sie sagen, in Sachen Liebe mag es einige unter euch geben, die feststellen, dass von einem gewissen Partner, entweder einem langjährigen Partner oder einem neuen Partner, den man gerade kennengelernt hat, oder einem Flirt, die Liebe nicht so wirklich erwidert wird. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Also das können dann Beziehungen sein oder anbahnende Beziehungen oder auch langjährige Beziehungen, die einfach noch auf alten Mustern basieren, auf dem alten Beziehungsparadigma, was jetzt wirklich ausläuft, was sich nicht mehr trägt, was nicht funktioniert. Und alle die, die versuchen, das noch gerade zu biegen oder zu ertragen, ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die versuchen, das einfach nur zu ertragen, werden da einfach Probleme bekommen, weil die Chemie, das, was das jahrelang zusammengehalten hat oder jahrelang in diesem Muster ermöglicht hat, das, da geht jetzt die Energie raus, weil die Energie geht immer mehr in die Wahrheit, ja, immer mehr in die wahre Liebe auch, ja, die sich wirklich vom Herzen kommt und die nicht Bedingungen stellt oder abhängig macht oder Druck ausübt. Ja, also das ist das neue Paradigma, was nicht mehr getragen wird. Was alte Paradigma, was nicht mehr getragen wird und deshalb geht hier die Energie auch raus. Also alle die Beziehungen, die das betrifft, auch die, die sich anbahnen könnten natürlich, da wird es nicht laufen, weil einfach das zum alten Eisen gehört. Das muss man klar sagen, auch wenn sich das nicht so anfühlen muss, zwangsläufig. Ja? Die Engel sagen aber klar, lass deinen Ex-Partner los, lass die Person, von der du spürst, dass es nicht mehr funktioniert, dass es nicht gehen kann, dass ihr nicht zusammenkommt oder nicht zusammenbleibt, lass die Person los, befreie dich davon. Die Zeit ist jetzt gekommen, dass du deine Energie klärst, dass du bei dir selber ankommst, dass du in dir selber autark bist, in der Selbstliebe bist und dich an erste Stelle stellst, dass es dir gut geht und nicht versuchst, Kompromisse zu machen oder Brücken zu schlagen, wo sich keine Brücken mehr schlagen lassen. Also eine sehr, sehr klare Ansage für die kommende Liebeswoche, aber ein sehr wichtiger Hinweis für alle die, die vielleicht noch in irgendwelchen Beziehungen hängen oder in Hoffnungen auf eine Beziehung, die sie aber abhalten, den Schritt über diese Schwelle zu gehen. Und da passt jetzt gerade, finde ich, dieses Tor hier sehr gut, dieser Torbogen, der sich hier zeigt, weil genau diese Karte zeigt an, dass all diejenigen, die noch da feststecken, es verpassen, auf die andere Seite zu kommen, ja, zu den Möglichkeiten, zu den Zukunftsmöglichkeiten, ja. Und dieser Torweg stammt aus folgendem Kartenset, weil ein paar mich gefragt haben, wie das Set heißt. Das ist der Wisdom of the Hidden Realms von Colette Baron Reed. Ist in englischer Sprache, wie gesagt, gibt es leider nicht in Deutsch, es sei denn, irgendjemand weiß es und schickt es mir, wäre ich auch sehr froh drüber. Und ich fand das immer sehr, sehr interessant und nehme es auch gern immer mal mit rein. Und wir haben hier den Netzweber, also jemanden, der ein Netz strickt oder webt. Und es geht um Synchronizitäten, göttliche Intelligenz, Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung ist natürlich die Essenz auch des karmischen Netzes, ja, der karmischen Schienen, auf denen wir all die Jahrtausende gefahren sind, die immer gesagt haben, die Dinge laufen so und so und der nächste Partner wird einem automatisch zugestellt und man muss irgendwie schauen, wie man diese ganzen Beziehungsfragen miteinander löst. Das ist das alte Netz, was gespannt wurde. Und jetzt wird aber ein neues Netz gespannt, wo die Verbindungen auf eine andere Art laufen. Und deshalb irritiert das so viele Menschen, weil sie spüren, die Kraft geht hier aus diesen alten Ursache-Wirkung-karmischen Verstrickungen und auch Verbindungen, ja, auch in positiven, ja, Verbindungen raus, dieser Intensität raus. Und man fühlt sich erstmal in so einem luftleeren Raum dann. Oder die Gefahr ist, man hängt irgendwie in der Luft. Eine Zeit lang ist das auch so. Aber dann kommen Synchronizitäten, die dazu führen, dass wir über ein Netz der göttlichen Intelligenz und Schwingung
automatisch zu Menschen gezogen werden und auch diese Menschen zu uns ziehen, die zu uns passen. Jetzt zu unserer erhöhten Schwingung, die wir aufgebaut haben, passen. Wir bewegen uns aus dem Alten heraus. Das ist einfach so. Jeder, der auf dem spirituellen Weg ist, bewegt sich sukzessiv aus dem Alten heraus. Und das bewirkt auch, dass das Alte nicht mehr stimmig ist und dass man neue Menschen, auch Partner und potenzielle Partner in sein Leben zieht, die einfach eine andere Ausstrahlung haben und auf einer anderen Ebene mit uns auch kommunizieren, auch über die Herzebene kommunizieren können. Ja, also das ist eine andere Ebene und das ist jetzt einfach ein Wandel und das rüttelt natürlich auch nochmal ein bisschen. Aber wer immer gut ist, wenn es rüttelt und wenn man das Gefühl hat, irgendwie geht es doch hier nicht weiter, denn das wird sich definitiv hier anfühlen, dass es nicht weitergeht. Das wird die Person merken, es geht irgendwie nicht weiter. Und Ganesh, der ja die Hindernisse wegräumt, sagt, ja, ich räume dir die Hindernisse weg, aber das ist ein Neubeginn für dich. Ich öffne dir die Tür für das Neue. Es kommt etwas Neues in dein Leben, öffne auch selbst die Tür und lass es herein. Ja, also Ganesh, der indische Gott, hilft uns jetzt, Hindernisse zu beseitigen, die verhindert haben, dass wir wirklich glücklich werden, dass wir wirklich das finden, was wir wollen. Und wir können das jetzt anziehen, auch mit unseren Gedanken, indem wir unsere Gedanken auch klar ausrichten, manifestieren auf das, was wir haben wollen. Wenn wir uns auf das ausrichten, was wir nicht haben wollen, bleiben wir stecken. Und eine weitere Göttin, sehr machtvolle Göttin der Inder oder der indischen Kultur, sage ich mal, Religion, ist die Göttin Kali. Und sie fokussiert uns auf die Gegenwart. Ich lebe im Herzschlag der Gegenwart. Es geht darum, im Hier und Jetzt zu leben. Ja, im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit, nicht festhalten, nicht Angst vor der Zukunft haben, nicht Angst vor der Gegenwart, sondern akzeptieren, was ist, im Hier und Jetzt sein, das Leben im Hier und Jetzt leben. Und das ist so entspannend, wenn man an dem Punkt ist, weil man ganz viel loslassen kann. Nicht nur Partnerschaft, noch andere Ängste und so weiter. In der Gegenwart zu leben, erdet uns. Ja, wir nehmen alles viel intensiver wahr. Wir sind nicht so gehetzt, wir sind nicht nirgendwo gerade zu Hause oder verwurzelt, sondern wir sind jetzt hier und verwurzeln uns hier und atmen und spüren das, was da ist. Also wunderschön, wunderschöne Botschaft. Wir werden das über das Netz auch anziehen, alles Neue, was zu uns kommen will. Ja, kommen wir zu den individuellen Botschaften. Fangen mit dem Karneol an. Die Karte, die hier kommt, kommt auch von den indischen Gottheiten. Und sie sagt klar, sei jetzt flexibel, stemme dich nicht gegen den Strom, ja, sondern lass dich vom Fluss des Lebens tragen. Die Affirmation ist, ich lasse mich vom Fluss des Lebens tragen. Ja, das Gegenteil ist hier vorne eben der Fall. Bevor man durchs Tor kommt, man stemmt sich gegen den Fluss. Man versucht, darüber hinwegzusehen, dass Dinge nicht mehr funktionieren, nicht stimmig sind, in der Hoffnung oder aus Angst, jemanden zu verlieren oder sich selbst zu verlieren oder etwas, was man sich erhofft hat, zu verlieren. Aber es geht darum jetzt, in diesen Veränderungsprozessen, die wir hier alle durchmachen, flexibel zu bleiben, offen zu bleiben für den Weg. Ja, und in euch zentriert zu bleiben. Ja, in euch zentriert zu bleiben, wie auf diesem Fisch hier quasi reisend im Fluss, in der inneren Zentrierung und Lockerheit bleiben und sich sagen, okay, alles wird gut und ich lasse das Alte los und bin gespannt, wo es mich hintreibt zu neuen Ufern. Und denn das wird passieren. Dieses Netz, da könnt ihr euch drauf verlassen, wird gewebt und das, was ihr ausstrahlt, das zieht ihr auch in euer Leben und das ist natürlich auch passend für euch. Ja, der Chalcedon, da haben wir zwei Karten. Die erste Karte sind die Augen der Schönheit. Positive Erwartungen und Klarheit. Also was diese Karten versprechen ist, dass ihr positive Erwartungen haben könnt auf das, was jetzt kommt. Das Neue könnt ihr wirklich positiv erwarten. Also es gibt etwas Wunderschönes Neues am Horizont. Das hatten wir auch im Wochenorakel schon. Da ist etwas Neues am Horizont, was wir noch nicht sehen können. Und solange wir es nicht sehen können, physisch, denken wir, es ist nicht da und scheuen dann eben den Schritt zu gehen. So ist der Mensch. Aber es macht Sinn, hier wirklich positiv nach vorne zu blicken und mit Klarheit auch klare eigene Wünsche zu formulieren, was man möchte, statt eben stecken zu bleiben in dem, was man nicht möchte. Die Sonnentänzer kommen auch zu uns und sie sagen, eine freudvolle Aktivität, das Feiern des Lebens und Fülle. Also das ist das, was uns erwartet. Das, was uns erwartet, ist wirklich, wenn wir das Alte loslassen, was uns runterzieht, was uns nicht ermöglicht, abzuheben und wirklich in eine höhere Schwingung auch zu kommen. Ja, das ist dann möglich, wenn wir das durch das Tor gehen und den Neubeginn wagen,
dann bekommen wir auch wunderbare Aktivitäten, die uns gut tun und die uns das Gefühl geben, das Leben ist wunderbar und ich kann das Leben feiern. Der grüne Aventurin, auch zwei Karten. Ja, in Sachen Liebe nochmal klare Ansage, so sind sie, die Romance Angels, ich kenne sie nicht anders. Befreie dich, es ist Zeit, dass du die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückholst. Ja, jemand, der sich natürlich in einer unerwiderten Liebe gefangen halten lässt, fühlt sich unfrei, fühlt sich angebunden, fühlt sich nicht so freudvoll und nicht so leicht, wie das hier auf den anderen Karten zu sehen war. Es ist deshalb wichtig, löse diese Fesseln, löse sie selbst, lass sie nicht von jemandem lösen. Du kannst sie selbst lösen, löse dich raus und begib dich in etwas, was dir mehr Freude bereitet und was dich, ja, was neue Möglichkeiten gibt. Und sei dabei verspielt, entdecke die neue Verspieltheit wieder. Das sind sicher auch Themen, die hier nicht so gelebt werden. Verspieltheit im Neuen, Flirt, um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Also hier geht es darum, wirklich zu flirten, offen zu sein für etwas Neues, was sich eröffnen kann, was ja viel leichter und lockerer rüberkommt, mehr Leichtigkeit hat und mehr Möglichkeiten und viel mehr mit dem Genuss des Lebens auch zu tun hat. Ja, das sind die Botschaften für die kommende Woche. Mal wieder ziemlich transformatorisch, aber offenbar ist das nötig, dass wir uns dessen immer wieder klar werden. Und ich wünsche euch allen von ganzem Herzen eine gute, gute Zeit. Dass ihr euch lösen könnt von dem, was nicht mehr in Ordnung ist und dass ihr euch auch freut und auch ein erstes Kribbeln und ein erstes Gefühl bekommt von dem Neuen, was da gerade auf euch zuströmen will. Von Herzen alles Gute, bis bald, tschüss.